Guten Tag, liebe Kollegen, mit einer Woche Pause jetzt wieder mal beisammen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des Halleschen SC beim SV Meppen, Freitagabend 19 Uhr. Trainer Florian Schaumer, Platz genommen, freut sich auf eure Fragen und dann auf das Training danach in Neustadt auf dem Kunstrasenplatz, der jetzt aktuell noch geräumt wird mit vielen fleißigen Helfern. Danke schon mal an dieser Stelle an alle, die da sich hinbegeben haben. Herr Rössler hat das Mikrofon schon. Bitte sehr. Bleiben wir doch gleich beim Thema, wie gut oder nicht gut vorbereitet wird die Mannschaft denn in das Spiel gehen, in Betracht dieser widrigen Umstände? Ja, erstmal kann ich mich Lars nur anschließen und freue mich natürlich, dass so viele da mithelfen, dass jetzt gerade schon eine Platzhälfte frei war und wir wieder auf dem Platz trainieren können. Trotzdem auch nochmal ein Dankeschön an Lok Leipzig, dass wir die Halle da 2 Tage nutzen konnten, weil einfach dann fußballspezifisch ging. Ich habe das gestern schon mal gesagt, natürlich sind optimale Vorbereitungen andere, aber der Winter hat natürlich auch extrem nochmal zugeschlagen, nicht nur hier in Mitteldeutschland, sondern auch woanders. Und deswegen geht es dann immer darum, das Beste draus zu machen. Und das haben wir bisher getan. Und Ergebnis werden wir dann am Freitag sehen. Aber nochmal, das soll kein Alibi für irgendwas sein, sondern wir fahren nach Meppen und wollen da punkten. Ja, oder in Meppen war die Situation jedenfalls deutlich besser als hier. Was ich zumindest so sehen konnte mit Webcams und solchen Dingen, wird es ein bisschen Chancenungleichheit dadurch? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, der darf kein Alibi für uns sein. Wir müssen es nehmen, so wie es jetzt war. Und hoffen einfach bei den Temperaturen, dass sich die Trainingsbedingungen in den nächsten Wochen normalisieren. Ich habe das in der letzten Woche schon mal gesagt, ich glaube, so einen normalen Trainingsrhythmus mit permanentem Training auf unserem Trainingsplatz rechnen wir eh erst im März mit. Das wird uns dann gut tun. Aber jetzt für Freitag in Meppen darf das keine große Rolle spielen. Dann würde ich eher positiv rangehen und sagen, wir müssen jetzt gut erholt sein, ja, und wollen eine gute Leistung abliefern. Ja, ein bisschen schon die nächste Frage gleich mit, die Antwort schon drin gewesen jetzt. Wie hat es denn auch gepasst, vielleicht mal eine längere Pause zu bekommen, um mal wieder so aufzutanken und mal vielleicht auch, weiß ich nicht, Videostudium zu machen und nicht nur die Muskulatur eben zu beanspruchen? Ja gut, wir haben dann schon die Intensität noch mal erhöht, haben ja ein paar Läufe gemacht in der letzten Woche noch und wo wir dann wussten, dass das Spiel ausfällt und am liebsten spielen wir natürlich auch. Gerade jetzt, wenn es ein Spiel die Woche ist, wir kennen uns ja eigentlich nur noch mit englischen Wochen aus und dann freut man sich als Trainerteam natürlich immer drauf, wenn es Trainingseinheiten gibt, die gab es jetzt weniger. Deswegen war das Wochenende noch mal frei und jetzt, je mehr es in einen normalen Rhythmus geht mit normalen Trainingseinheiten, da freuen wir uns natürlich dann auch drauf und dann wollen wir das Beste daraus machen. Wir reden hier immer ja auch sehr oft über so Statistiken und Gegner. Jetzt haben wir noch gerade noch mal frisch geguckt, Meppen, also gab es noch keine Niederlage in der dritten Liga. Für Sie war es auch eines der ersten Spiele, glaube ich, auch in Meppen gut gestartet. Gibt Ihnen das ein gutes Gefühl? Ja, ich habe ja schon mal gesagt zu den Statistiken, beim letzten Spiel war der Zwickau. Ja, schlechte Statistiken will man gerne verbessern oder ändern und gute sich total gerne erhalten und so gehen wir das auch an. Wir wissen aber trotzdem, dass Meppen ja eine ausgeglichene Bilanz hat zu Hause mit 5 Siegen, 5 Niederlagen, enorm gepunktet hat, sehr kompakt ist, im Umschalten nach Ballgewinn richtig gefährlich und ist eine Mannschaft, die wir mit 90% nicht schlagen können. Das muss uns total bewusst sein. Wir brauchen eine richtig gute Form, das ist aber jedes Mal so in der dritten Liga. Und wenn dann nachher ein Ergebnis für uns ist, dann würde ich gerne darüber reden, dass wir die Bilanz uns erhalten haben. Aber vorher spielt das eigentlich keine große Rolle, weil wir schon wissen, dass wir eine gute Leistung wieder brauchen. Ja, aber irgendeine Rolle muss es ja spielen. Ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass sowas im Kopf tatsächlich steckt. Ich meine, solche Serien, die kommen ja nicht zufällig zustande, weil man wahrscheinlich wirklich in so ein Spiel reingeht und sagt, Meppen, gegen die werden wir gewinnen. Also wir fahren auf jeden Fall hin und nehmen uns vor, dass wir total gern gewinnen wollen, aber sonst auch punkten möchten. Je nach Spielverlauf haben wir jetzt auch über Unentschieden diskutiert in der Vergangenheit. Wenn uns das ein gutes Gefühl gibt, dass das Meppen ist, habe ich gar nichts dagegen. Müssen wir natürlich dann die Spieler einzeln befragen. Trotz allem im Profibereich ist ja auch jede Saison so. Man trifft ja fast immer auf veränderte Mannschaften. So war es auch im Sommer beim Meppen. Da haben wieder einige Leistungsträger verloren. Und deswegen sind da natürlich auch immer andere Spieler, die auf uns warten. Deswegen sind so Statistiken dann verzerrt, weil man spielt ja nicht 5, 6, 7, 8 Mal mit der gleichen Mannschaft gegeneinander. Sind denn große Umbrüche im Kader zu erwarten und vielleicht auch notwendig? Jetzt, was die Aufstellung angeht für das nächste Spiel,
Ja, natürlich ist es jetzt so, dass man dann auch weniger rotieren wird in den nächsten Wochen. Eine Basis haben wir uns eigentlich immer erhalten. Und dann so die leistungsstärksten Spieler werden wir natürlich dann jetzt häufiger sehen, als wenn wir im Dreitagesrhythmus auch immer mal geguckt haben, 3-4 Positionen mit Frische neu zu besetzen. Darum wird es gehen, aber wir haben jetzt einfach diese Platzeinheiten ja auch nicht gehabt. Von daher werden jetzt die letzten beiden Eindrücke von heute und morgen nochmal eine große Rolle spielen. Und dann glaube ich, jeder, der uns jetzt gesehen hat in den letzten Wochen, ja, dass wir uns so ein Gerüst eigentlich immer erhalten haben. Und das wird auch diesmal so sein. Gut, danke, das war's von mir. Wer möchte fortsetzen, anschließen? Herr Weidling. Herr Wöhn. Inwieweit ist denn, sage ich mal, die letzten Eindrücke, also sonst werden sich Video, haben ja auch gesagt, Sie haben intensiv Videoschulung dann betrieben, angesichts der Witterung letzte Woche, glaube ich. Inwieweit spielt das überhaupt noch eine Rolle, was Meppen zuletzt gemacht hat, durch diese gefühlt, also für mich gefühlt und für die meisten Beobachter, glaube ich, auch gefühlt, ewig lange Pause mit kaum Training? Ist das überhaupt noch irgendwie belastbar, was da zuletzt passiert ist auf dem Platz? Ja, natürlich. Ich glaube, es ist ja eine klare Spielanlage erkennbar, ja, wie sie gegen den Ball spielen, wie sie mit dem Ball ihre Umschaltsituationen immer nach vorne tragen. Ja, ist schon eine gefährliche Mannschaft, die dann immer wieder Steilklatschoptionen im Spiel hat, viel Tempo hat, gute Fußballer in ihren Reihen hat. Ja, und da guckt man natürlich schon drauf. Jetzt, was das Personal angeht, ist immer ein bisschen anders, wenn so eine längere Pause war. Da weiß man nicht ganz genau, was einen erwartet. Und trotzdem haben wir schon eine Idee, wie vielleicht auch der Gegner kommt. Aber das Allerwichtigste ist ja, was wir machen. Ja, und damit beschäftigen wir uns jetzt in den Tagen, die jetzt vor dem Spiel sind, wo die Zeit kürzer wird, natürlich viel, viel intensiver, weil einfach ja auch viel davon abhängt, welche Leistungen wir abliefern können an dem Tag. Im Hinspiel ging es ja sehr deutlich aus, da hat man den Gegner auch, wie ich finde, klar beherrscht. Hat sich da bei Meppen seitdem was verändert, so von Ihrem Eindruck her, was Sie so beobachtet haben? Sind die stärker geworden? Ja, ich glaube, danach hatten, ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt hatten sie 6 Punkte und dann kamen die Corona-Fälle. Da kann ich mich erinnern, der ein oder andere hatte diesen Zwischenspurt vielleicht gar nicht so in der Form erwartet und zeigt aber, dass alles möglich ist in der Liga. Haben sich viel Selbstvertrauen geholt durch ihre Kompaktheit, wie sie gegen Ball gearbeitet haben. Haben überraschende Siege auch damals in Rostock eingefahren, wo man sagt, da kann man vorher nicht mit rechnen. Und deswegen ist das eine gefährliche Mannschaft, ganz klar. Und wenn man jetzt sieht, wie sie sich nach den ganzen Spielausfällen, die sie hatten, zurückgekämpft haben und von unten ja auf jeden Fall noch ein bisschen Abstand haben auf die Abstiegsplätze, das verdient großen Respekt und zeigt einfach auch, dass die Mannschaft zu allem in der Lage ist an guten Tagen. Ich mal so fies, auf wen müssten wir denn besonders aufpassen, der vielleicht im Hinspiel noch nicht so sich zeigen konnte, aber jetzt das vielleicht kann? Ja, ich denke, Buhre ist neu dazugekommen von Türkgücü als Stürmer. Dann Tankulic hat hier im Hinspiel schon getroffen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie sie die Außenpositionen besetzen. Da ist aber auch individuelle Klasse da. Jetzt zuletzt hat Guda und Hemlein gespielt, weil Rama noch verletzt war. Ich glaube, El Helve ist zurück im Training. Da sind eine ganze Menge Jungs, auf die man achten muss. Trotzdem auch eine große Qualität, eine Menge Körpergröße bei eigenen Standardsituationen, wenn sie den Fünfer überlagern. Das sind schon so Sachen, mit denen wir uns beschäftigen und die wir auch dann konzentriert verteidigen müssen. Ja, aber jetzt speziell ist es eine Mannschaft, die im Kollektiv auch sehr diszipliniert gegen den Ball gearbeitet hat, manchmal ein bisschen tiefer steht, auch gut anläuft und dann ihre Umschaltmomente immer wieder bekommt und die muss man dann auch verteidigen. Und ein großes Thema ist ja auch immer, wie sicher sind wir im eigenen Ballbesitz. Haben Sie angesprochen, das war ja das große Thema der letzten Spiele, dass man diese individuellen Fehler immer wieder drin hatte. Ich habe jetzt keine Webcam von der Hensch Arena gesehen, aber ich vermute, der Rasen wird da jetzt auch nicht im besten Zustand sein, Freitagabend, was ja wieder dafür spricht, dass man da nicht versuchen sollte, hinten Tiki-Taka rauszuspielen. Wenn Sie das der Mannschaft nochmal explizit einbauen, ist das jetzt nochmal ein großes Thema? Oder ja. Worauf lag jetzt auch der Fokus in den wenigen Trainingseinheiten, worauf wird jetzt der Fokus liegen in den wenigen Trainingseinheiten? Das ist ja immer wichtig, die richtigen Mittel zu wählen, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und wenn ein Gegner im Angriffspressing uns ganz früh stört, dann ist natürlich die spielerische Lösung vielleicht nicht so optimal bei den aktuellen Plätzen in der Liga. Ja? Und trotzdem, wenn wir nicht ganz so früh angelaufen werden würden, dann kann man natürlich auch Fußball spielen. Ich denke, wir haben gerade zu Saisonbeginn auch gesehen, wo wir viel mehr Ballbesitz hatten. Ja, danach haben die Gegner uns analysiert und sind uns früher angelaufen. Dann muss man Lösungen dagegen finden. Und trotzdem, finde ich, haben wir in den letzten Spielen ja auch die Räume gefunden, um selbst Tore zu erzielen. Und das muss auch diesmal wieder der Ansatz sein. Frage ich jetzt noch einmal konkret nach dem Kader. Ich glaube, Toni Lindner wurde schon benannt die Woche, dass er ausfällt.
Ich denke, Schilk, Syre ist, glaube ich, auch noch der Status quo, dass sie nicht können, oder sieht es bei Syre anders? Und wie gibt es sonst irgendwie was, was schon fix ist? Also Schilk ist langzeitverletzt, Toni Lindenhahn klar, Sven Müller macht zwar Fortschritte, aber ist noch nicht so weit, dass er in Training einsteigen kann, und Niklas Landgraf ist gesperrt wegen der 5. gelben Karte. Toni Syre ist im Training, aber könnte tatsächlich noch ein bisschen früh sein jetzt für Meppen, aber wir sind über jeden Trainingstag, der beschwerdefrei ist, natürlich froh, dass der Junge zurück ist. Sonst, der Rest ist quasi später auf dem Platz. Ja, wir haben Selim Gündüz jetzt in der Halle auf Stumpfenkunstrasen die 2 Tage geschont und rausgelassen. Er hat individuell trainiert, aber sonst, denke ich, werden nachher alle dabei sein. Julian Gutterott noch einen Schlag auf den großen Zeh bekommen. Da könnte es sein, dass wir ihn vielleicht heute auch nochmal rauslassen und dann morgen entscheiden, wie es aussieht. Ansonsten sind alle anderen aber im Training. Reizt es heute einfach mal aus, sorry. Und dann gebe ich es weiter, weil Sie es selber gesagt haben, jetzt ist quasi nicht mehr so viel englische Woche, das heißt nicht mehr viel rotieren, und klingt so, als wären ja ein Großteil der Mannschaft da. Das macht es ja für Sie quasi sozusagen, man sagt dann immer Luxusproblem, ist so die eine Seite, Qual der Wahl ist vielleicht die negative Sichtweise. Wie weit fällt Ihnen das jetzt schwer dann, sozusagen auch zu sagen, wir haben jetzt die 11, vielleicht 12, 13, die dann spielen und der Rest eher dann nicht? Also Qual der Wahl, gibt nichts Schöneres für uns Trainer, weil das heißt immer, wir haben mehrere Optionen. Ja, wir hatten schon Phasen, da haben wir nach Spielern gesucht, die eine gewisse Position noch begleiten können. Die ist aktuell nicht. Deswegen freuen wir uns, dass wir so besetzt sind. Und alles andere kann jeder Spieler natürlich sich immer im Training oder dann auch über die Einsatzzeiten, die er bekommt, für mehr empfehlen. Das ist doch ganz klar. Und dann sind wir auch nicht so strikt. Ich habe schon mal gesagt, dann kann man auch Spiele gewinnen und trotzdem mal Positionen verändern, wenn die Jungs sich so aufdrängen im Training oder mit ihren Einsätzen. Ja, und da wollen wir ja auch hin. Ganz kurz vielleicht noch, wie ist denn der Eindruck vom neuen Torhüter, Tim Schreiber? Ja, das ist natürlich immer was anderes, wenn man jetzt mehrere Einheiten einfach unter normalen Bedingungen hat. Da haben wir viel improvisiert in den letzten Tagen. Letzte Woche haben wir nicht mit Ball trainiert, von daher konnte er sich da auch nicht zeigen. Ansonsten bleibt er dabei, was ich eingangs gesagt habe, macht einen sehr guten Eindruck, ist ein sehr talentierter Junge und der nicht ohne Grund ja zu den Besten in seinem Alter in Deutschland gehört. Und alles andere werden wir dann in den Trainingstagen sehen. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass er hier ist. Fährt er mit nach Meppen oder übernimmt Tom Müller die Position? Wie immer, Kaderplanung oder Kader. Oder frage ich anders. Immer erst ihm mit der ist Mannschaft. Ist der jetzt bis zum Saisonende Status 3 oder kann der nochmal aufrücken? Ich muss euch schon wieder enttäuschen, weil wir die Rangfolge ja einfach nicht so festgelegt haben. Wir haben sogar schon 2 Torwartwechsel gemacht. Einmal gewollt, einmal mussten wir. Ja, und haben den Eindruck immer gehabt, dass wir damit durchaus richtig lagen. Oder auf jeden Fall war der erfolgsversprechend, auch wo Kai Eisele jetzt zurückgekommen ist. Und alles andere werden wir dann besprechen. Natürlich haben wir einen Gedankengang, aber das sollten dann tatsächlich erst die Jungs erfahren. Und auch bei den Torhütern ist es tatsächlich so, dass es brutal nach Leistung geht. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil eher die Hierarchie so ist, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Aber wir wollen auch Leistung belohnen. Ja, und wir hatten eine spezielle Situation im Sommer. Ihr wisst alles, Sven kam spät. Ja, und von daher haben wir ein bisschen anderen Rhythmus. Jetzt kam Tim spät dazu. Ja, also ist immer was los bei uns. Und deswegen möchten wir das einfach von Woche zu Woche bewerten. Und er hat uns bis jetzt gut getan. Noch eine kurze Frage. Herr Schnurberg, haben Sie eigentlich einen asymmetrischen Außenverteidiger im Team? Wir könnten durchaus auch aus einer Dreierkette aufbauen, wenn ein Außenverteidiger sich fallen lässt, um es vielleicht mal einfach zu erklären. Ansonsten hat jeder Trainer so seine Gedankengänge, wie er aufbauen will. Wenn man unser Spiel in Zwickau nimmt, haben wir zwischenzeitlich mal versucht, gegen 2 Stürmer mit Titch Rivero aus einer Dreierkette zu probieren, um Überzahl zu haben in Ballbesitz. Aber asymmetrisch sind dann Fremdworte, die vielleicht nicht jeder sofort versteht. Mussten Sie ein bisschen schmunzeln, als Sie das mitbekommen haben, was der Kollege da in Nürnberg gesagt hat, seinen Matchplan? Ich glaube, der Kollege ist fachlich ein sehr, sehr guter Trainer, hat er dann nochmal ausgedrückt. Aber wenn wir uns unterhalten, würde ich immer erst die einfache Sprache wählen, aber das ist jedem selber überlassen. Aber Sie könnten das auch so erklären, ja, den Matchplan? Ja, ist jetzt nichts ganz Neues für mich, weil ich auch den Fußballlehrer-Lehrgang irgendwann mal absolviert habe. Eine Nachfrage, ich bin heute etwas unersättlich. Weil Sie Titch Rivero angesprochen haben, in den letzten Spielen hat man ja quasi die 3 Sechser in Anführungszeichen zusammen aufgeboten und Niedfeld weiter nach vorne gezogen. Gibt es da einen aktuellen Gedankengang, dass Niedfeld eventuell wieder in die 6 zurückrückt und dann einer vielleicht rausfallen muss? Gedankengang gibt es auf jeden Fall. Aber tatsächlich keine öffentliche Lösung heute. Seht ihr wirklich erst am Freitag. Herr Fiedler, alles geklärt? Gut. Dann bedanke ich mich. Ja. Vielen Dank fürs Erscheinen, für die Fragen
für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.